Trommler des japanischen Trommelvereins Natsumi Taiko aus Bad Liebenwerda eröffneten die Corona-bedingt nachgeholten Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehens der Wohnstätte für chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängigkeitskranke Menschen am 3. Oktober 2020 in Kostebrau. Zu den Gratulanten gehörte auch Lauchhammers Bürgermeister Roland Polenz. Abhängigkeitskranke Menschen auszugrenzen ist leicht, sie wieder dauerhaft in das gesellschaftliche Leben zu integrieren, eine Herausforderung, die viel Engagement und Geduld erfordert, so der Stadtoberhaupt. Genau das ist Heimleiterin Silke Aras und ihrem Team hervorragend gelungen. Die 32 Bewohner nehmen aktiv am Kostebrauer Vereinsleben teil. Auch in die Vorbereitungen zur 600-Jahr-Feier im kommenden Jahr sind sie eingebunden. Im Rahmen der Feier begannen die Mitarbeiter der Altenburger Farbküche mit der grafischen Gestaltung eines Nebengebäudes der Wohnstätte. Per Graffiti wird hier das Logo zur 600-Jahr-Feier Kostebrau abgebildet. Die Wohnstätte für chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängigkeitskranke Menschen, Haus am Wiesengrund, wird von der Hospita Sozialdienste GmbH betrieben. Was immer du tust, tu es mit ganzem Herzen. Dieser Slogan der japanischen Trommler trifft auch voll und ganz für das Team vom Haus am Wiesengrund in Kostebrau zu.